Moin moin Leute, was geht? Herzlich willkommen zurück bei Stormcard und GTA 5 Mapping. Wir sind bei Part 3, bei Teil 3 angekommen. Und ja, ich habe gemerkt, bei den letzten Videos war so ein bisschen die Mikrofonlautstärke ein bisschen zu schwach. Allgemein der Ton war ein bisschen wenig oder zumindest leise, habe ich so mitbekommen. Ich hoffe, diesmal geht's besser. Ich hoffe, diesmal versteht man noch alles. Genau, wir waren jetzt beim letzten Mal beim Import mit im Blender angekommen. Wir gucken nochmal, also zur Überprüfung nochmal, ja, falls ihr bis dahin irgendwas verpasst haben solltet. Wir haben die Occlusion, ja, die Occlusion haben wir fertig gemacht. Die haben wir da das rausgelöscht alles, das ist alles richtig so. Dann haben wir die ganzen Modelle rausgezogen. Wir haben die Texturen rausgezogen. Ja, hier sind die ganzen Texturen drin. Genau, wir haben die Collisions rausgezogen. Und wir haben das Ganze alles, oder beziehungsweise wir haben Codewalker eingestellt. Wir haben Blender eingestellt, Solums installiert. Und wir haben das Ganze auch noch in Blender importiert. So, deswegen, ihr könnt, nachdem ihr es abgespielt habt, einfach hier draufklicken. Ja, nicht so wie bei 3DS Max, also wenn du da drauf drückst, dann manchmal haut das nicht so hin, da musst du dann erst importieren wieder und all so eine Scheiße und erst im Dings öffnen, Projekt öffnen und so ein Scheiß. Hier brauchen wir bloß Doppelklick zu machen, so, das ist unser schönes Objekt, sieht am Anfang erstmal noch ganz schön kuddelmuddelig aus, ja, kuddelmuddelig ist das ein Wort, genau, so. Dann habe ich euch noch gezeigt mit den Texturen. Das macht ihr hier oben. Manchmal steht hier einfach nur Material. Ja, das könnt ihr machen, wie du willst. Könnt auch Objekt oder Punkt oder. Das sind übrigens die Vertex-Punkte. Ja, was für eine Farbe die nachher haben. Ist für später auch nachher noch wichtig. Zeigt ihr an, wie die Lichteinfälle und sowas sind. Ja, also. Deswegen brauchen wir halt bestimmte Vertex-Punkte. So, Vertex, wie gesagt, sind Punkte. Einfach nur Punkte. Ja, Vertex heißt Punkt. Also. Heißt bestimmt nicht Punkt, aber ihr könnt es halt als Punkt zusammenfassen. Ja, so. Erkläre ich euch noch. So, dann haben wir hier einzelne Textur, dann haben wir zufällige Textur und einmal so eine Textur, ja, die wir im Ordner auch mit hinzugefügt haben. Genau. Um das hier auszumerzen, diese Kreise, das hat irgendwas mit Licht zu tun. Da können wir Extras ausmachen, das ist nur der Lichtradius, ja. Könnt ihr hier oben ausmachen. Bei Extras, weil ihr es nicht braucht. Und die Beziehungslinien sind einfach bloß die Linien, die halt weggehen von 0. Ah. Weil es ist halt nicht alles immer bei 0, sonst wäre ja alles da zusammengequetscht. Ne? So, kann man auch ausmachen. Ich mache es gerne mal aus. So, das reicht, ja. So, was natürlich wichtig ist nachher für die Collision. Da würde ich sie nicht ausmachen, weil dann wisst ihr ungefähr, wo sie ist. Aber auch das ist kein Problem. Ihr müsst noch nicht mal zu der Collision hin. Ja, weil die Collision, ich weiß nicht, ob ihr das gestern noch mitbekommen habt, die Collision ist irgendwo. Ja. Die ist irgendwo da hinten. Ja, so. Da müssen wir aber nicht hinsuchen oder hingucken, wo sie was haben. Das ist völliger Quatsch. Das machen wir gar nicht. Wir holen die jetzt erstmal zu uns. Weil das erste, was wir machen, ist erstmal die Collision, ja, bearbeiten. So. Den Rest könnt ihr ja ausblenden. Interior brauchen wir nicht. Exterior brauchen wir momentan auch noch nicht. Wir brauchen erstmal nur die Collision. Am besten erstmal nur eine, damit sich das nicht so alles überschneidet. So, dann gehen wir erstmal hier auf Ansicht. Ne, hier, wo war denn das? Stimmt, genau, wir klappen das hier erstmal aus. Und dann drückt ihr mal Tab-Taste. Ah, ne, warte, Tab-Taste oder hier drauf. Hier drauf geht auch, genau. Drückt mal hier drauf dann, ja, auf dieses Ding. Ja, warum jetzt Tab-Taste geht, weiß ich noch nicht, aber das klären wir gleich. Ist jetzt auch erstmal nicht wichtig. So, dann habt ihr hier dieses Viereck, ja. Wenn ihr das nicht, wenn ihr das nämlich zuklappt oder so. Ja, das macht das natürlich nicht zu Demonstrationszwecken. Das ist da richtig schön geil. So, machen wir mal so. Ja, jetzt hat das zum Beispiel nicht. Da könnt ihr klicken, wo ihr wollt, jetzt hat das zum Beispiel nicht. Also ihr müsst dann, wie gesagt, hier dieses Model auswählen. Und dann kommt hier auch gleich noch Gegenstand oder Dings, ja. Das, was meistens hier ist, ist auch fast dasselbe wie hier. Ja.
Also das ist so das Mini-Format, das ist das Ausführlich-Format hier. Also im Endeffekt, ihr könnt euch das auch legen, wie ihr wollt. Hier habt ihr so ganz viele Dinge. Ihr könnt auch das hier oben, könnt ihr auch hier unten machen. Und dann könnt ihr das, was hier oben ist, oder was hier unten ist, könnt ihr das nach oben legen. Ja, und so weiter und so fort. Also, ja, könnt ihr machen, wie ihr wollt. Was auch wichtig ist, ihr könnt euch auch hier oben, hier rüberziehen, ab den zweiten Bildschirm. Ja, dann könnt ihr das Zeug aufteilen. Hier macht ihr dies, hier macht ihr dies. Wenn ihr das nicht mehr haben wollt, dann wieder hier auf die Seite und dann einfach rüberziehen, bis so ein Kreis kommt. Kennt man vielleicht von Windows. Ja, diesen Vollbild-Dings dann. Und dann ist hier das eine Bild weg. Das unten geht genauso. Das hier brauchen wir gar nicht. Hoch. Das mache ich nämlich auch gerne weg. Ja. Na, so. Das ist nur für Animationen wichtig, ja? Brauchen wir also nicht. So, haben wir mehr Platz zum Arbeiten. Nur um das erstmal schon vorweg klarzustellen. Hier zum Beispiel haben wir auch noch was. Hier zum Beispiel das Dings, ja? Auch zum Runterschieben, Hochschieben. Solloms brauchen wir eigentlich mehr. Deswegen schieben wir das Ganze nach oben. Aber hier müssen wir erstmal nichts Besonderes machen, sondern für uns ist wichtig, transformieren. Ja, das ist für uns wichtig. So, wir müssen jetzt leider nochmal in CodeWalker rein. Das können wir erstmal minimieren. Wir müssen erstmal CodeWalker, wie gesagt, nochmal rein. Dann. Ja, CodeWalker Exe. So, wenn das dann so ein bisschen geladen ist, so halbwegs, dann können wir schon uns zu unserem Dings begeben. Das war hier wieder am Strand. Genau, da ist unsere schöne Tankstelle. Dann wieder hier den Maus-Dinge angewählt. Move brauchen wir eigentlich. Doch, Move müssen wir auch. Dann wieder Rechtsklick und wir gucken mal bei Selection. Ja? Hier ist Gas Decal, das brauchen wir nicht. Das können wir runterschieben. Wir brauchen das Gas. Ja, hier Gas Station. Ja, so, dann habt ihr hier unten. Hier bei Position. Ja? Seht ihr das hier? Bei Position ist das. Da werden wir jetzt die X, Y und Z-Koordinate. Ja, ihr seht das hier. Ja, die ist für uns jetzt wichtig. Okay? Die werden wir jetzt hier STG und C. Dann werden wir die hier eingeben. Wir können sie hier eingeben, wir können sie unten eingeben. Ist eigentlich völlig wurscht. So, Achtung. Wenn ihr das hier eingibt. Blender kann kein Komma eingeben. Wenn er das nämlich tut, guckt mal, dann macht er irgendeine komische Zahl. Ja, ist also nicht das, was wir wollen. So, nochmal STRG und V. Dann machen wir hier Punkt. Und wenn wir das reinkopieren, machen wir das andersrum. Das heißt, aus einem Minus wird ein Plus. Ja, und aus einem Plus wird ein Minus. Okay? So, jetzt steht das schon mal. Wundert euch nicht, der kürzt die Zahlen zum Schluss. Aber wenn man drauf geht, hat er trotzdem noch die Zahlen immer noch drin. Ja? Ist auch wichtig, dass ihr das beibehaltet. Also nicht jetzt einfach denken, ach ja, wir machen jetzt hier trotzdem Punkt 3. Nein. Lasst es bitte so stehen, wie es da ist. So. Hier nochmal dasselbe. Wieder Punkt reinmachen. Und das ist wieder ein Plus. So, dann klickt ihr einfach irgendwo hin. Und jetzt seht ihr schon, langsam kommt es zu uns. Und so holt ihr das Ganze zu euch ran. So. Wenn ihr das jetzt nämlich nicht macht, guck mal. Achso, das war jetzt falsch. Moment. So. Wir machen einfach mal Plus, aber kein Minus jetzt dahinter. So, guck mal. Es ist nicht da. Machen wir jetzt ein Minus dahinter. Zack. Da ist es. Okay? Und jetzt habt ihr die richtige Position mit eurem Exterior. Ihr könnt es überprüfen. Da ist unser Exterior. Okay, nicht so ganz. Okay. Kann ich euch erklären, warum? Oder ist das deshalb? Jetzt bin ich aber ein bisschen entspinnt, aber rum. Warum macht er das nicht? So, genau, tatsächlich. Also, ihr müsst aufpassen. Ihr müsst aufpassen, dass das ganze Ding nicht nach oben verschoben ist. Weil dann seht ihr hier, ja. Das erklärt man euch nämlich auch nicht. Das ist nämlich das nächste. Das erklärt man euch auch nicht. Und ihr wundert euch, warum das nicht passt. Also, Originalposition lassen. Dann erst auf Selection.
Ja, und dann ist das hier die richtige Koordinate. Das stimmt eh so weit. Meist ist nur die Z-Koordinate, ja, ist die Höhe. So, machen wir wieder hier. Zack. Plus. Ne, war das jetzt Minus? Ne, wir müssen Minus draus machen. So, ja. Und jetzt guckt euch das an. Ist das nicht wunderschön? Jetzt passt es, ja. Jetzt haben wir das richtig gemacht. Ach so, zur Steuerung, ja. Mittlere Maustaste könnt ihr rechts, links, hoch, runter. Ja. Wenn ihr Shift drückt und mittlere Maustaste, ist es rotieren. Ist ein bisschen anders wie bei 3DS Max, aber eigentlich fast dasselbe. Und STRG ist mit mittlerer Maustaste rein und rauszoomen. Dasselbe funktioniert auch mit Mausrad, ja. Aber manchmal ist STRG vielleicht ein bisschen präziser. Ja. Wenn ihr STRG und Rechtsklick drückt, ja, Rechtsklick, dann zoomt ihr an euren Gegenstand ran. Ne, warte mal, das war Alt, oder? Ne, hä? Moment. Ah, ne, mittlere Maustaste drücken. So, mittlere Maustaste drücken. Ja, dann zoomt ihr manchmal. Warum macht er das schon wieder nicht? Ne, war doch Alt. Also, Alt-Taste und mittlere Maustaste zoomt zu eurem Gegenstand ran. Das heißt, ihr habt dann einen anderen Radius. Ja, nehmen wir zum Beispiel einfach mal hier die Tür. So, ja, dann könnt ihr ranzoomen. Dann zoomt er auch wirklich zu der Textur ran. Ja, das ist, der hat so ein kleines Textursucher-Tool. Also da könnt ihr zoomen, wie ihr wollt. Ihr werdet ewig brauchen, ehe ihr durch seid. Ja, ist halt so für Millimeterarbeiten, ja, okay. Und meistens ist auch so, wenn ihr zum Beispiel das hier so macht, ja, dann könnt ihr natürlich die Tür nicht aktivieren. Ja. Wenn ihr aber das hier habt, guck mal. Dann tut ihr sozusagen um ein Objekt, was ihr ausgewählt habt, rummachen. Ja? Wenn natürlich so viele sind, ja, ist natürlich der Wendepunkt natürlich anders. Okay. Ja. Zum Beispiel hier, da ist er ein bisschen größer. Okay. Ist halt so. Kennt man vielleicht von 3DS Max. So. Genau, jetzt haben wir sozusagen die Collision hinzugefügt zu oder zu, die gleiche Position wie das Exterior. Ja? So. Das Komische ist bei dem Exterior 2, bei dem Detail, habe ich es auch mal probiert, aber da funktioniert es nicht so. Also das funktioniert wirklich nur bei den Collisions. Bei den Details ist es ein bisschen anders. Keine Ahnung, warum das so ist. Funktioniert einfach da nicht. Ja? Also ihr müsst euch denn da so ein bisschen hinschieben. So. Wir können es aber hier trotzdem gleich mal nochmal probieren, ob es hier auch klappt. Werden wir gleich sehen. Wir können das gleich mal machen. Genau, aber erstmal die andere Collision werden wir dann genau dasselbe hin machen. Da reicht es, wenn ihr das kopiert. Ja, da geht jetzt hier der Klick. Ja, immer schön achten, dass ihr das hier habt. So, wieder STRG und C. Hier rein, zack. Zack. So, und dann hat es dieselbe Position wie das andere, ja? So. Mach mal diese blöden Linien hier aus. So. Total unwichtig, ja? So, jetzt haben wir sozusagen, hoch. Jetzt haben wir sozusagen, ah Mensch, das ist aber auch. Ja, manchmal ist die Steuerung ein bisschen kompliziert. So, jetzt haben wir sozusagen die Collisions auf den Exterior drauf. Das Ganze probieren wir nochmal mit dem, mit den Details. Ich hoffe, das geht. So, mal gucken, ob das wirklich funktioniert. Weil eigentlich geht es nicht. Wir gucken mal. So. Und, ja, ihr seht es, er macht es nicht. Ja? Also es hat irgendwie ganz andere Werte. Ich weiß nicht, woran es liegt. Kann ich mir nicht sagen. So. Jetzt, damit wir das nicht einzeln machen müssen, gehen wir hier unten, halten die linke Maustaste gedrückt und ziehen es nach oben. Schon wählt ihr alles drei aus, macht 0 und schon ist es wieder da. Es ist wichtig, die Collision, wenn ihr die nachher rauszieht, die müssen wir auch wieder auf 0 positionieren. Sonst habt ihr die Collision ganz woanders. Vergesst das nicht. Ist wichtig nachher für die Collision.
Genau. So, also Xtable 2 geht leider nicht. Also die Details, ich weiß es nicht, wo die Werte jetzt liegen. Müsst ihr halt entweder, wie gesagt, ihr macht es in euer Xtable 1 rein oder ihr ja, zieht es einfach so manuell rüber, denn ja, wie ihr wollt. Für uns eigentlich nur das hier drinne wichtig. Außer ihr wollt natürlich irgendwie die Straße bearbeiten und sowas. Dann müsst ihr es natürlich auf das erste drüber legen, damit ihr die richtige Position habt. Und wenn ihr eigentlich wisst, was ihr da tut, dann braucht ihr auch gar nichts verschieben, ja? Dann klappt das schon irgendwie. So, kommen wir zu den Collisions. Also, wir wollten ja zuerst nur eine Tür machen. Ja, aber wir werden ja gleich. Ich mache gerne mal das Ansichtsfenster Shading. Ja. Das ist für mich manchmal ein bisschen besser. Aber das ist. Ja, manchmal ist das ein bisschen mit dem Verschieben doof. Wie gesagt, deswegen wichtig, Alt- und mittlere Maustaste, dann fokussiert ihr das so ein bisschen. Und was euch auch noch Abhilfe schaffen könnte, wäre, entweder ihr drückt das hier mit Linksklick, dann habt ihr sowas. Wenn das aber nicht geht, wenn alles zu groß ist, dann drückt ihr Tab. Ja? Dann kommt ihr in den Bearbeitungsmodus. Ihr seht das hier. Ja, es ändert sich hier. Das Menü, ne? Und ihr könnt auch nichts anderes bearbeiten, außer das, was ihr ausgewählt habt. Okay? Also. Wenn wir zum Beispiel jetzt nur. Also, wir wollen zum Beispiel die Tür bearbeiten, haben wir das aber ausgewählt. Machen Tab. Ja? Wir können mit der Tür machen, was wir wollen. Okay? Da passiert gar nichts. Es passiert nur was, wenn wir das hier machen. Seht ihr das? Also, nur das, was wir ausgewählt haben. Okay? Das ist das Gute. Ihr könnt also wirklich nur das bearbeiten, was ihr auch wirklich auswählt. So. Genau, in dem Fall wollen wir jetzt die Tür. Und falls, wie gesagt, falls jetzt so eine riesen Platte oder sowas, wie zum Beispiel jetzt hier, ja, da ist ja der Wendepunkt auch ganz anders, als ihr den eigentlich haben wollt, ja. Dann Tab-Taste drücken und wir nehmen zum Beispiel jetzt hier so einen Punkt. Und dann bewegen wir uns um diesen Punkt rum, ja. Das ist eigentlich nur zu links. Das sind übrigens die Vertex-Punkte, ja. Wo ich vorhin meinte, Vertex. Dann gibt es noch, hier gibt es nicht so viel wie bei 3ds Max, aber das reicht vollkommen. Hier gibt es, wie gesagt, die Punkte, hier gibt es die Kanten und hier gibt es die Flächen. Okay? Reicht vollkommen. Das ist völlig ausreichend. Mehr braucht man nicht. Echt nicht. Also zumindest nicht für GTA-Mapping, ja? Das reicht vollkommen. So. Wir werden auch nachher nicht so viele Formen haben. Oder zumindest habe ich noch nicht so viele Formen gesehen. Ja, wie gesagt, also wenn man zu den Tab drückt, ihr habt hier dann auch ganz andere Leisten, ja. Aber damit könnt ihr euch selber zurecht fixen, zurecht suchen, zurecht fuchsen, so. Und genau. Dann haben wir hier noch, wenn man drauf drückt, mit linker Maustaste gedrückt halten, haben wir ja auch noch verschiedene Möglichkeiten. Ja, überall, wo sozusagen so ein kleiner Pfeil ist, kann man rauszoomen. Da probiert euch einfach rum, ja. Probiert euch rum, was ihr machen wollt. Ich habe auch noch nicht alles kennengelernt, aber probiert rum, was geht. Ja, wie gesagt, Selbstdoing ist sehr, sehr wichtig. So, dann gucken wir jetzt mal. Also, wir wollen die Tür anwählen. Und ja, genau. Also, wir wollen erstmal nur eine Tür machen. Dann machen wir immer noch die zweite Tür hier hinten. Ja, hier ist auch noch eine Tür. Die sieht etwas komisch aus, weil eine andere Collision davor ist. So. Okay, und dann wollen wir die Fenster machen. So, eigentlich brauchen wir bei den Fenstern die Collision nicht rausnehmen, weil die haben extra eine Glas Collision drauf und und. Solltet ihr aber das wollen, dass man da durchschießen kann, also rein und raus, ja. Es gibt die Möglichkeit, man kann nur reinschießen, aber nicht raus. Das gibt es auch. Und es gibt die Möglichkeit, nur rauszuschießen, aber nicht rein. Ist aber völlig unrealistisch. Also, aber es gibt die Möglichkeit, indem ihr einfach zwei Collision macht. Die eine lässt die Kugeln durch von außen, aber lässt sie von drinnen nicht mehr raus. Ja, das kann man alles machen und genau andersrum auch. Also, da sind die Kreativität keine Grenzen gesetzt. Man kann auch Fragmente, es gibt auch Glas, Fragmente, die kann man kaputt machen. Die Original sind ein bisschen groß oder einfach zu klein. Man kann die aber auch selber machen, indem man die Fragmente hier drinnen einfach als eigene Prop macht. Wie wir so einen eigenen Prop machen, kann ich auch noch, das werden wir bestimmt nachher bei der Tür machen müssen. Da wird sowas passieren. Dann würden wir wahrscheinlich einen eigenen Prop machen müssen. Weil die Türen, die kann man in Code Walker nicht groß machen und klein machen. Weil die haben eine
Die haben eine Collision drin schon, ja? Die haben nicht so eine Collision in extra Ordner, so wie hier, sondern die haben ihre Collision schon im Modell drin. Nennt man Embed, okay? Embedded oder sowas, keine Ahnung. Und wenn das ist, kann man halt das nicht groß und klein ziehen. Man muss sozusagen in Blender oder in 3ds Max, also 3ds Max habe ich mitbekommen, da geht es nicht so einfach. Da muss man die Collision komplett entfernen. Ja, das weiß ich schon mal. Bei Blender kann man das so machen. Und man muss aber dann beim Exportieren aufpassen, dass das hier drin ist. Das hier raus. Ja? Use Parent Transformation. Das muss dann raus sein. Ja. Das muss nachher raus sein, damit er die Transformation sozusagen erkennt. Sonst benutze die Transformation aus der originalen File. Also aus, ja, aus dem Originalen. Okay, das steht auch da. So, ist erstmal jetzt nicht wichtig. Nur, dass es mal gesagt wurde. Ja, ist viel Input, ich weiß. Wir haben noch nicht einmal angefangen, hier irgendwas zu machen. Das ist aber alles wichtig, weil das sind genau die Fragen, die überall kommen. Und das ist das Problem. Überall werden diese Fragen nämlich kaum noch beantwortet, weil es einfach zu viel ist. Und keiner behandelt das. Und die wundern sich alle, ey, was sind das für Tutorials da draußen? Ja. Und genau deshalb machen wir das. Und wenn ihr jetzt schon sagt, oh, der labert zu viel und oh, das ist zu viel Gelaber oder das ist zu viel, ja, zu viel Text oder sowas, ja, dann wundert euch nicht. Das ist nun mal Mapping. Mapping braucht seine Zeit. Und ihr werdet nicht in einem Tag oder so in 2 Tagen das alles fertig kriegen. Nein. Ihr müsst im Vorab schon echt viel Information haben und sammeln. Wenn ihr das nachher alles einmal drin habt, ist das gar kein Problem. Dann kriegst du so ein MLO mit einer Tür in 10 Minuten hin. Aber erstmal dieses Know-how erstmal haben und festigen. Das ist erstmal das Wichtigste. Ja, also verzweifelt nicht gleich, weil ich hier so viel laber. Das ist leider wichtig. Das ist leider alles wichtig. Also genau die Dinge, die mir nämlich gefehlt haben in den anderen Tutorials. So. Ich kann natürlich das später machen, wenn das zu viel ist, kann ich natürlich auch eine Kurzversion machen. Ja, wir können dann auch einfach ein kleines MLO nehmen, ohne viel Gelaber, ohne viel Erklärungen, einfach, ja, können wir auch machen. Das ist jetzt, wie gesagt, ein reines Informationsvideo. Ja, wir werden zum Schluss, wenn wir das fertig haben, natürlich das fertige MLO besitzen und auch benutzen können. Aber Tutorials haben nun mal so den Anschein, ja, dass es natürlich viel Gerede ist und viel Information ist. Das ist ja wie in der Schule. Kannst ja auch nicht gleich alles sofort. So, also, wir waren jetzt hier in Dings. Genau. Wir können jetzt hier auch nichts weiter bearbeiten. Wir können das zwar auch alles rauslöschen, aber wir wollen erstmal im Bearbeitungsmodus begeben. Ja. So, drück mal bearbeiten. Jetzt gucken wir mal. Wir haben hier eine Fläche. Das Gute ist, dass die Tür wirklich ihre eigene Fläche hat. Das reicht schon. Genau. Das Gute ist, wir haben ja auch einen X-Ray-Modus, ja. Ich mache jetzt hier einen X-Ray-Modus, aber müssen dann leider ins Ansichtsfenster anderes, ja, ein anderes Ansichtsfenster. Da sehen wir auch schon, dahinter ist die Tür, ja, das jetzt abwählen. Dahinter ist eine Tür. Hier sind die Glasstreben, okay. Ist wichtig nachher für Ausschneiden oder sowas, dann sieht man das, ja, was dahinter ist. So, hier ist nichts weiter dahinter. Das ist wirklich eine schöne, saubere Arbeit. Außer man möchte natürlich hier diese Rahmen behalten. Ja, manchmal will man einfach die Rahmen behalten. Denkt dran, was innen ist, seht ihr alles nicht mehr. Ja, sobald ihr das Ding betretet oder reingeht, seht ihr es nicht mehr. Außer es ist ein LOD drinne. Ein LOD ist, wie gesagt, das sieht man denn, wenn man da reingeht oder reinguckt, dann sieht man, dass da alles noch drinne. Ansonsten würde man das so sehen, ja, wenn man drin ist. Also man würde nichts großartig sehen, selbst noch nicht mal das Ding hier. Man kann dann einfach durchgucken. Ja. So, genau. In unserem Fall gucken wir noch mal. Dann mal Exterior. Genau. Aber in unserem Fall ist es ja, hier sieht man es noch mal, ja, das ist der Rahmen. Aber das ist nicht weiter schlimm. Okay, eigentlich wollen wir nur das hier haben. Eigentlich wollen wir nur die Türenrahmen. Also den Rahmen wollen wir eigentlich lassen. Ja, man kann ihn natürlich auch selber machen, aber es ist halt praktisch, wenn halt schon eine Collision da ist, die auch zu nutzen.
Ja, also ihr seht, die Tür ist eigentlich schon da. Deswegen immer schön nicht einfach wild drauf löschen jetzt hier. Das bringt nämlich gar nichts. Die Tür kann eigentlich hier raus. Wir werden nachher eine extra Collision haben für die Tür. Okay. Jetzt ist die Frage, was ist das für eine Collision? Eigentlich ist das eine detaillierte Collision. Genau. Okay. Die große Collision, wie gesagt. Die werden wir nicht einfach löschen. Bei manchen Videos einfach löschen. Nee, das stimmt nicht. Das bringt gar nichts, einfach löschen. So, wir werden hier drauf gehen. Und am besten nicht nach oben oder unten schieben. Am besten einfach nur zur Seite schieben. Haha. Ja, das ist wieder richtig toll. Das ganze Ding ist nämlich schräg. Ja, ihr seht es hier. Hat wieder schräge Koordinaten. Haben wir natürlich wieder das Beste ausgewählt. Es ist nicht rechtwinklig. So. Ja, ist an sich kein Problem. Wir werden hier mal gucken bei Lokal. Da seht ihr das. Super. Das ist schön. Ja, jetzt ist das alles rechtwinklig. Falls ihr irgendwelche Fehler macht, geht hier auf Bearbeiten, rückgängig machen. Okay? Oder STRGZ, falls es zu viel ist, kann man das auch machen. Genau. Und dann können wir jetzt richtig schön auf einer Linie schieben. Ja? So. Wollt ihr das woanders hin haben? Könnt ihr. Wie gesagt, ich bin kein Freund von Hotkeys, aber die sind einfach gut. Wenn wir zum Beispiel das jetzt Griff haben, ja, dann können wir zum Beispiel jetzt X machen. X-Koordinate ist nach vorne und nach hinten, okay? Das bleibt auf einer Linie. Wir können auch X wieder lösen und dann macht er das auf dieser Position irgendwo hin, ja? So, wenn wir wieder X drücken, wir halten es immer noch gedrückt, die Maus. Ist wieder so. Genauso dasselbe mit Y. Y ist eigentlich nicht nach oben. Eigentlich müsste Z nach oben sein. Okay, dann ist es wieder andersrum. Also manchmal, ihr müsst halt rumprobieren. Ja, manchmal ist Z rechts und links. Eigentlich ist Z immer nach oben und nach unten. Warum jetzt nicht? Keine Ahnung. Ist auch egal. So, also Y wäre hier in dem Fall hoch und runter. Ja. Z wäre rechts, links. Okay. Ihr könnt auch, wenn ihr könntest du euch jetzt loslassen und wenn ihr es zurückhaben wollt, wieder rückgängig. So, jetzt ist wieder original. Ihr könnt auch, ja. Hier haben wir zum Beispiel unser schönes Einrasttool. Da wird dieses Snapping nicht funktionieren. Ich habe gern die Kante. Ja, ihr braucht auch nichts weiter einzustellen, okay? Genau, ihr braucht nichts weiter einzustellen. Dann könnt ihr auch hier zum Beispiel. Wenn ihr die Kante wollt, könnt ihr das hier reinmachen. Wenn ihr das wollt, könnt ihr reinmachen. So, jetzt ist der Kniffeltrick mittlere Maustaste. Manchmal zum Beispiel geht es nicht nach vorne zu holen. Dann drückt ihr einfach mittlere Maustaste an dieser Kante. Und dann habt ihr hier das so. Okay? Das geht auch. Nochmal mittlere Maustaste, geht es wieder zurück. Okay? Wenn ihr jetzt hier mittlere Maustaste drückt, habt ihr sozusagen denn die Kante erwischt, die ihr haben wollt. Okay? So zum Beispiel hier. Ja? Nur so als kleiner. Also manchmal braucht man das, manchmal nicht. Ich mache einfach hier gern das. Ja, X, Y, Z. Das reicht mir vollkommen. Ja, also diese Koordinaten reichen mir vollkommen. Und wenn ihr zum Beispiel dieses Snapping-Tool anhabt, ja, dieses Magnet. Und ihr wollt es aber jetzt zum Beispiel nicht. Aber ihr könnt natürlich jetzt, weil ihr das gegriffen habt, natürlich da oben jetzt nicht rumfummeln. Ja, ihr seht, es ist weg. Erst wenn das loslasst, ist es wieder da. Aber ihr habt die Position schon verschoben. Okay? Wenn ihr jetzt sozusagen in dieser Position seid und habt das jetzt plötzlich gegriffen. Und ihr seht, ah, das klappt nicht so ganz mit dem Magneten. Ja? Dann drückt ihr STRG. Dann ist sozusagen der Magnet erstmal ausgeschaltet. Okay? Und vergesst nicht, bevor ihr. Wenn ihr zum Beispiel jetzt STRG wieder loslasst, snappt es natürlich wieder zurück. Also ihr müsst, solange ihr STRG gedrückt haltet, erst die Maus loslassen und dann verharrt es in dieser Position. Und dann erst löst ihr STRG. Okay? Falls ihr das weiter schieben wollt als gedacht, wundert euch nicht, ihr müsst nicht nur bis hierhin. Okay? Ihr könnt einfach weiterschieben. Guckt euch das an. Einfach schieben, solange wie ihr wollt. Ihr könnt es unermesslich, okay? Also das ganze Ding, die ganze Maus fährt durch. Und die endet auch bei dem Bildschirm. Ja, also keine Angst, ihr kommt nicht rüber. Und ihr klickt da drüben auch nichts. Okay?
Wichtig ist, dass ihr wirklich die Maus gedrückt haltet. Solange ihr natürlich die Maus loslasst und dann nochmal Neues drückt, dann macht ihr natürlich Fehler. Aber solange ihr es gedrückt haltet, passiert gar nichts. Okay? So. Dann nächste Kniffeltrick. Wenn ihr das alles nicht wollt, ja? Ihr habt zum Beispiel was gegriffen, wollt es nicht. Dann drückt ihr einfach bloß Rechtsklick. Rechtsklick, resettet die Position. Okay? Von da aus, wo ihr es gegriffen habt. Okay? Nehmen wir zum Beispiel an, ihr habt zum Beispiel jetzt das hier gegriffen und wolltet es eigentlich gar nicht. Da macht ihr einfach Rechtsklick, ja? Oder, was auch noch geht, Escape. Ja? Aber Rechtsklick ist, glaube ich, einfacher. Und dann resettet ihr das wieder. Genau. So, das war jetzt erstmal so die Anfänge. Ja, das ist nun mal so. Ja. Wie gesagt, ich kann noch ein Video machen, was halt das Ganze ein bisschen schneller alles macht, aber zu Erklärungszwecken ist das schon wichtig. Das sind so die grundlegendsten Dinge, womit wir nachher arbeiten werden. Okay. Ja, haben wir als erstes mal soweit. Genau, okay. Jetzt werden wir erstmal die Collision wegmachen. Ah, nicht weg, nicht wegwerfen. Nicht wegmachen. Wir werden sie kleiner machen. Dazu gehen wir hier auf das Skalieren. Und also genau, nee, wir wollten sie erstmal wegschieben. So, wir schieben sie erstmal weg. Wie gesagt, hier stört gerade dieses Dingstool. Aber die sind auch leider alle miteinander verbunden. Und ich weiß auch noch nicht mal, warum die miteinander verbunden sind. Also manchmal hat man hier einfach nur eine Platte. Total komisch. Hier sind 5000 Collisions aufeinander. Ich weiß noch nicht mal warum. Das ist echt sonderbar. Wir werden mal die zweite Collision mal kurz ausstellen, ja? Wir nur die haben hier. Wir haben hier echt tatsächlich verschiedene Collisions drin. Das sind die Fenster. Ah, ich verstehe auch warum. Wenn man sich jetzt Exterior nochmal macht. Hier ist Glas. Das sind Glastüren. Wahrscheinlich haben die hier oben die Glastext zugenommen. Also wenn ihr keine Glastüren haben möchtet, sondern nur normale Türen, dann könnt ihr die Collision wirklich ja, entfernen. Wenn es Glastüren sind, könnt ihr die Collision benutzen, die hier davor ist. Ansonsten, wenn ihr Glastüren benutzen wollt, würde ich auch empfehlen, dass man die Türen nutzt, die fast schon drinne sind. Ja, sieht einfach besser aus. Behält auch den Charme des Gebäudes. Ja, man kann sich das auch selber machen. Aber wir gucken nochmal, ob wir solche Fenster finden. Genau. Ja, deshalb ist so eine Collision hier drin. Also in unserem Fall wollen wir das behalten. Das heißt, wir werden die nicht löschen. Wir machen wieder unser Exterior an, damit wir ungefähr eine Richtlinie haben. Jetzt werden wir das Ganze einfach mal ein bisschen kleiner ziehen hier, ja? So. Damit wir auch schön unseren Dings wahren. Ja, hier haben wir zum Beispiel das Ding, das ist okay so. Anscheinend ist innen ein bisschen tiefer als außen. Das ist echt interessant. Das liebe ich ja immer, diese Unterschiede von den Höhen. Das ist wieder richtig klasse. Aber das macht nachher nichts zur Sache, weil wir das wahrscheinlich nachher anpassen werden. So. Genau, ist eh bloß eine Collision. Was aber natürlich doof ist, weil wir das echt bis nach unten schieben müssen. Also guckt irgendwie, dass das schon irgendwie nach unten angepasst wird, egal wie. Manchmal hat Rockstar einfach, ja, ich sage jetzt mal nicht sauber gearbeitet und manchmal sind auch kleine Ritze und sowas drin. Das sieht man durch. Also lasst euch, wie gesagt, Zeit mit den ganzen Dingen, bearbeitet das richtig schön. Nicht so schnell Hauruck machen, das bringt gar nichts, okay? Ihr könnt natürlich jetzt hier reinmachen und dann könnt ihr so. Wie gesagt, es gibt hier für alles auch Tastaturkürzel. Wenn ihr damit mit Hotkeys klarkommt, fahrt hier drüber. Dann stehen überall die Hotkeys. Ich arbeite gern ungern mit Hotkeys. Ich mache gern einfach. Ja, ich klicke gern hier drauf. Dann weiß ich, dass es aktiviert und fertig. Ja? Dann sehe ich das, was ich hier aktiviert habe. Okay? Natürlich, wenn man jetzt zum Beispiel S drückt, hier. Wenn man zum Beispiel jetzt S drückt, ihr seht nicht, dass es da drüben aktiviert ist, aber es skaliert. Okay? Deswegen. Und es ist manchmal sehr confuse. Okay? Wenn ihr das jetzt hier macht, dann seht ihr,
Das so, okay? Deswegen, also wie ihr das macht, ist euch überlassen. Ich arbeite gern so. Wir haben jetzt die ganze Zeit das Dings-Tool wieder an. Da können wir auch mal gucken. Wenn wir Glück haben, dann snappt er das auch wirklich da rein. Ja, das war ein bisschen vielleicht too much. Haben wir das schon skaliert? Nee. Doch. Klar haben wir das schon skaliert. So. Schon gefragt. So, skalieren ist natürlich nicht gut. So, jetzt sind wir sozusagen hier oben rangegangen. Was wir eigentlich auch gar nicht brauchen. Wir brauchen eigentlich nur auf die Vorderfront. Der Rest macht nachher, glaube ich, die detaillierte Collision. Auch wenn zwischen mehrere Collision drüber sind, macht es einfach. Das ist einfach wichtig. Nicht alles löschen, das ist Schwachsinn. Wir nutzen das, was da ist. So. Was ihr natürlich löschen könnt, ist da natürlich die Griffe. Die werden natürlich von. Die Tür wird komplett nachher draußen sein. Ja, also wir werden jetzt nur die Collision nehmen für diese Kanten hier. So, das Ganze jetzt machen wir hier nochmal STRG und D. Das heißt, wir dubeln das. Ne, Shift und D. Tut mir leid. Shift und D. Dann dubeln wir das. So. Und jetzt kommt zum Beispiel das zum Einsatz, was ich meinte. Mit den X, Y, Z. Okay? Das können wir auch so machen. Wir können jetzt hier. Entweder wir machen mittlere Maustaste. Also indem wir ein bisschen rechts gehen, machen wir mittlere Maustaste. Und dann fasse sozusagen, es müsste Y sein. Fasse zu Y. So. Ja, wir können aber auch X nehmen, aber dann hat er irgendwie ganz andere Dinger, warum auch immer. Ja, oder wir nehmen Z, dann geht es hoch und runter. Brauchen wir nicht. Y ist für uns gar nicht so schlecht. Oder wir nehmen, wie gesagt, Dings. Den Mittelmaustaste und dann haben wir sozusagen diese Linie, die wir ungefähr haben wollen. So. Jetzt habe ich rechts die Maustaste gedrückt. Ich habe das sozusagen die Position resettet. Jetzt ist sie sozusagen hier drüben. Ja, ist sie genau drüber. Okay. So, das kann man natürlich auch machen. Wundert euch nicht, warum das hier so hin und her schraubt. Das ist, wie gesagt, das Magnettool. Ja, das versucht hat, die Kanten zu suchen. Wenn ihr das aushaben wollt, wie gesagt, STRG. Und dann ist das aus. So, jetzt hat er natürlich wieder die anderen Koordinaten hier drinnen, beziehungsweise die anderen X, Y, Z-Koordinaten. Da müssen wir mal gucken. Ja, manchmal macht er echt Blödsinn hier. Lokal. Okay, jetzt ist auch wieder lokal drin. Also ihr müsst es echt öfters mal überprüfen. Manchmal setzt er es wieder zurück. Aber auch da, ja. Also wenn ihr das auch so macht, manchmal müsst ihr bloß hier ein bisschen rumzuppen. Okay. Und dann hat er das auch wieder. Also ihr kriegt das auch mit dem Magnettool hin. Müsst ihr halt ein bisschen den roten und grünen ein bisschen hin und her zappeln, bis es da ist. Ja. Manchmal habt ihr auch einfach Glück. Dann macht ihr normale. Und dann ist es auch wirklich so. Es funktioniert aber nicht immer. Okay? So. Genau, wir wollten jetzt hier den Rahmen. Den Rahmen wollten wir nämlich behalten. Die Tür können wir nachher rausnehmen. So, mal gucken, wo der Rahmen ist. Hier ist der Rahmen. Bam, 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 bam. Ja, wir müssen das echt nachher kontrollieren, ne? Es scheint hier, dass das hier ein bisschen zu dick ist. Müssen wir gleich mal gucken. Es ist halt eine kleine Arbeit, ja? Also ihr müsst halt echt gucken. Lasst euch, wie gesagt, damit Zeit. Ganz, ganz wichtig, Zeit lassen. Und überlegt vorher, was ihr tut. Nicht einfach nur jetzt Hauruck hier machen. Kann ich hier durchgucken? Ja. Das Gute ist, man kann hier durchgucken. Hier ist sozusagen der Rahmen, okay? Also bis hierhin müssen wir das sozusagen ziehen. Müssen aber aufpassen, weil hier ist nämlich auch der Glasrahmen. Das ist auch wieder ein anderer Rahmen, ja? So. Aber wir haben eigentlich. Ne, bei 2 haben wir nicht den Rahmen.
Nee, der ist nicht dabei. Deswegen, das ist die riesengroße Collision. Ja, es sieht nicht bei allen Gebäuden so aus. Jetzt haben wir natürlich echt das beste Gebäude gleich erwischt. Wo natürlich so viel Probleme sind, ne? Aber ist kein Problem. Kriegen wir alles hin. Da kann das ja auch nachher im Schnelldurchlauf machen, damit ihr ungefähr seht, was es ist. Also im Endeffekt ist, wie gesagt, nur das Tool bewegen und skalieren. Wie gesagt, ihr könnt ja auch vorspulen bis zu dem Punkt, wo ich das sozusagen fertig habe. Das dauert halt so seine Zeit. Ah, ich muss ja erstmal ordnen. Stevia. Hat das schon wieder umgeändert hier? Ach, das ist ein Luchhund, ey. Warum ändert er es jedes Mal um? Jetzt. So. Mich wundert eh, dass das hier so draußen ist, aber wie gesagt, ist kein Thema. Hier an der Kante und dann müsste es eigentlich draußen sein. So. Das auch nochmal überprüfen, indem wir das so machen. So. Dann ist es dieselbe Höhe. Ja. Sollte zumindest sein. So. Jetzt können wir das hier hin und her switchen. Und hier müssen wir aufpassen, dass wir hier wirklich nicht die Tür erwischen. Das ist das nämlich. Weil hier ist die Tür, die soll nämlich nachher raus. Ja. Also muss schon gucken, dass wir genau abschließen, weil ansonsten laufen wir nachher gegen die Tür. Oder beziehungsweise nicht gegen die Tür, sondern gegen diese Collision, anstatt gegen die Tür Collision. Und das wollen wir natürlich nicht, ja. Aber wie gesagt, das Programm arbeitet eigentlich sehr sauber. Also, wenn wir manchmal das so haben, so die ist extra, die brauchen wir nicht mehr, die stört sonst. Ja, jetzt haben wir das hier, die Ecke hier jetzt fertig, okay? Und ich hoffe, dass es dieselbe Größe ist. Jetzt machen wir einfach wieder Shift D. Wieder rüber. Mittlere Maustaste haben wir die Linie. Okay. So. Überprüfen, ob alles drin ist. Sieht, glaube ich, gut aus. Haben wir gerade gut hingekriegt. So. Ja. So, jetzt haben wir die sozusagen. Die finde ich, glaube ich, noch ein bisschen zu breit. Hier müssen wir noch gucken. X-Ray-Modus, ob die auch genau drin ist. Aber es sieht echt danach aus, als wäre die wirklich drin. Mal gut gemacht. Gut. Ihr seid hier, Tür, Tür. Wenn die nachher die Tür ein bisschen reinragt, ist das nicht schlimm. Das sind alles Millimeterarbeiten. Man muss jetzt auch nicht so. Das. Wichtig ist, wie gesagt, dass hier die Collision noch drinnen bleibt und hier dann nachher weg ist. Weil hier kommt die Tür rein. Sonst lauft ihr gegen diese Collision. Genau, raus. So, jetzt kommen wir zu der. Haben wir zum Beispiel wieder ganz andere, ne? Wir können auch mal am besten Punkte machen. Das geht auch. Wo auch immer die Punkte hier sind. Können auch die Fläche machen. Ah, das ist nämlich eine komplette Fläche. Ja, das ist wieder richtig toll. Auch hier müssen wir mal kurz was gucken. Hier sind, was ist das denn? Hier sind mehrere drin, war. Ihr müsst auch überprüfen, nicht, dass ihr euer Exterior hier nimmt, ne? Das müsst ihr auch noch überprüfen. Immer schön gucken, nicht, dass ihr das Falsche nimmt. Das ist echt ganz, ganz wichtig. So, also, okay. Das ist eine ganze. Das heißt,
Wir kopieren das jetzt. Ja, wir kopieren das jetzt einfach. Und können das von mir aus nach oben schieben. Na, machen wir da Z. Genau, Z. Machen wir einfach nach oben. Scheißegal. Ja. So. Dann haben wir das so. Ja. Lass es aber angewählt. Sonst verliert ihr das irgendwann. Also, ihr werdet das schon irgendwie wieder drin finden, aber so ist halt besser. Und jetzt werden wir das skalieren. Sucht euch eine Seite aus, entweder die oder die. Deswegen habe ich gesagt, lasst das Original, weil ihr dann genau wisst, wo die endet. Ja, versucht das Ganze so ein bisschen anzupassen, dass das genau mit unseren Türrahmen dann hier so übereinstimmt, ja? So. Könnt auch hier die Höhe von dem nehmen. Genau, das sieht schon mal ganz gut aus. Bisschen weiter rüber. So. Deswegen. Und das hat mal einer komplett gelöscht alles. Das ist total Schwachsinn. Es ist zwar viel Fummelarbeit, aber das macht man ja auch nicht 5000 Mal. Ah, jetzt habt ihr gesehen, das ist wieder ein bisschen zu weit. Ah, wie gesagt, ein bisschen vorbereitet. Ach so, wenn ihr es auswählt, habt ihr auch noch Shift. Shift ist wirklich detaillierter zu arbeiten, ja? Shift. STRG ist in Etappen, ja? Und Shift ist wirklich präzise arbeiten. So, haben wir das jetzt? Ich denke, das passt soweit, oder? Ich denke. Das sieht gut aus. Hier ist unser Rahmen. Den Rest brauchen wir nicht. Was natürlich hier denn ist, aber das werden wir mit dieser hier machen. Hier oben ist auch noch so eine kleine Kante gewesen. Das werden wir mit dieser hier machen. Ja? Das heißt, wir werden jetzt diese nochmal, oder am besten die, weil die müsste, hoffe ich doch, gleich groß sein. Wenn wir auch nochmal Shift D und einfach rüberziehen. Ah, hat er wieder die falschen genommen. Machen wir X. Nee, Y auch nicht. Z. Ja, Z ist es. Auch wenn ihr zum Beispiel jetzt hier nicht rüberkommt und das vielleicht nicht seht, dann macht das einfach so. Dann habt ihr ja eh hier, ja, dieses Verschieben-Tool an. Und dann könnt ihr einfach so rübergehen. Wie gesagt, sollte euch der Winkel mal nicht passen oder ihr zu schnell rumgeht, drückt wieder Alt, mittlere Maustaste und dann zoomt, könnt ihr reinzoomen, okay? Da fokussiert er sozusagen dieses Objekt. So. Das war wieder klar, dass es nicht richtig zueinander passt. Aber wie gesagt, eigentlich ist es total eine simple Kiste. Wenn ihr das ein paar Mal gemacht habt, dann ist das einfach. Na, das war jetzt wieder gar nichts. So, ich denke mal, so passt das. Oder. Jo, seht ihr. Man hat auch mal den Dreh raus. So, jetzt haben wir sozusagen, weil das ist halt der Vorteil, wenn man das Original lässt, ja? Dann weiß man ungefähr, wie groß das sein muss und so weiter und wann die endet. So. Das ist auch der Trick, warum ich gerne in dieser Optik arbeite. Ich weiß, da hat man vielleicht kein X-Ray, aber ihr seht hier vielen Kanten. Ja, ihr seht hier echt unterschiedliche Texturen und die Kanten. Ja, also ihr merkt den Unterschied deutlich, was da, ob dahinter was liegt, ja, oder ob ihr das hier vorne ausgewählt habt. Das merkt man. Hier zum Beispiel würde man es kaum merken, ja, weil guck mal, da, das sieht fast identisch aus. Ja. Und hier ist halt, aber natürlich ist hier der Vorteil, hier hast du X-Ray, aber das bringt dir nichts, wenn du 5000 Dateien übereinander hast. So. Genau, jetzt werden wir das hier. Wir werden nochmal unser Exterior machen. Das ist auch gut. Das habe ich vorher nie gemacht. Alles reingeladen. Das ist halt der Vorteil, wenn man alles drin hat. Da kann man immer schön gucken. Ja, so sieht das auch irgendwann im Spiel aus. Okay, außer, ja, gut, die Collision sieht man natürlich nicht. Das ist klar. Aber sie ist halt unsichtbar da. Deswegen, hier ist der Rahmen. Den brauchen wir auch. Okay. Ja, wieder auswählen, hier wieder suchen. Wo bist du denn? Das müsste der sein. Ja,
Hier, guck dir. Das ist ausgewählt, Collision, also ist das die Collision. Gut. So. Der geht nämlich bis hierhin. Das heißt, hier endet nämlich unsere Tür. Ja. Und hier werden wir die Kleiner transferieren. Und dann da hochschieben. Ja. So. Ah, noch ein bisschen noch. Ah, ich denke, so passt das. Ja, so denke ich, passt das, ja. Wir wollen jetzt hier nicht so... Wenn euch das nicht reicht, dann müsst ihr es noch ein bisschen genauer machen. Aber eigentlich so für unsere Zwecke reicht das. So. Genau, ansonsten passt das. Das ist unsere Tür. Genau, die haben wir jetzt sozusagen eigentlich fast ausgeschnitten, wenn ihr das so wollt. Ja, wir haben jetzt unsere Tür sozusagen ausgeschnitten. Jetzt ist das sozusagen schon mal fertig. Okay. Die Tür wäre jetzt sozusagen begehbar. So. Also zumindest mit der ersten Collision. Ja. Zweite Collision. Kommt nämlich die nächste. Bei der zweiten Collision ist das eigentlich gar nicht so alles wichtig. Also wie ich sagte schon am Anfang, die haben wahrscheinlich Glass Collision drauf. So, die sieht auch gleich ganz anders aus, ne, die Collision. So, die Punkte seht ihr, weil ihr X-Ray anhabt, okay. So, wenn ihr das anhabt, seht ihr die Punkte auch noch. Also hier zum Beispiel ist, wenn ihr den Bearbeiten-Modus drin habt, dann könnt ihr auch X-Ray sehen. Oder komischerweise seht ihr diesen Modus, das hier komischerweise jetzt nicht mehr. Warum auch immer. Anscheinend nur im Bearbeitungsmodus sieht man das. So. Okay, also im Bearbeitungsmodus. Ah, okay. Gut. So, Vorsicht, wenn ihr bei X-Ray zum Beispiel das hier macht. Ja, hier ist zum Beispiel ein Punkt und ihr seid dahinter mit einem Punkt. Kann das passieren, dass er den da hinten auch anwählt. Ja, oder wenn ihr zum Beispiel das so macht, ihr könnt auch einen Auswahlmodus machen, dann habt ihr zum Beispiel da hinten den auszusehen. Also ihr müsst echt aufpassen im X-Ray-Modus, dass ihr das nicht anwählt. Der Vorteil vom X-Ray-Modus ist, es wird alles, was ihr auswählt, auch angewählt. Ja, wie zum Beispiel jetzt hier ist es zum Beispiel nur so, dass es oberflächlich ist. Das, was dahinter ist, wird nicht mitgenommen. Okay, ist anders beim X-Ray-Modus. Da ist alles, was ihr jetzt so macht, auch dahinter. Okay. So. Wichtig, da zum Beispiel zum Treppenbau oder sowas, falls ihr das auswählen wollt. Und die Treppe geht schon sehr, sehr lang. Und ihr wollt nicht alles einzeln auswählen, dann macht ihr einfach eine Optik, wo die Treppe ist. Und dann zieht ihr einen Rahmen drum, habt ihr alles, was auch da hinten ist, habt ihr sozusagen ausgewählt. So, jetzt haben wir zum Beispiel jetzt hier die Tür erstmal. Okay. So, diese Collision ist sozusagen... zählt alles zu unserer Tür. Hier alles, okay? Die detaillierte ist schon mal manchmal ein bisschen ja, detaillierter. Das heißt, wir können, haben hier viel mehr Objekte, die wir auswählen können. Unser Türrahmen bleibt. Das ist schon mal sehr, sehr gut. Damit haben wir sozusagen die grobe Collision, ja, für unseren Rahmen. So, das heißt, aber wir werden jetzt mal ein bisschen... das nicht so einfach schluderig machen. Wir werden erstmal nur den Rahmen machen, ja? Also das ist sozusagen unsere Tür, die wir eh raus haben wollen. Die ersetzen wir durch unsere eigene. Dann können wir dann erstmal, also mit Shift tut man, wie gesagt, mehreres auswählen, ja? Wenn man keinen Shift drückt, macht man das nur einzeln. Shift tut man das anwählen. Geht auch mit STRG. Aber STRG hat wahrscheinlich eine andere Funktion mit Gruppen oder sowas. Also macht es lieber mit Shift. Okay. Ihr könnt natürlich auch Rahmen ziehen. Hier, Rahmen. Auch mit Shift gehalten. Ja, das geht auch. So. Okay. Aber wenn man präzise arbeiten will, dann macht man das per Klick. Okay. So. Genau. Und dann kann man Rechtsklick machen, Oberfläche löschen. Ja, so. Und jetzt hier seht ihr schon,
Wir haben sozusagen erstmal den Rahmen ausgeschnitten. So, zur Kontrolle machen wir nochmal unser Exterior an. Um genau zu gucken, wo geht denn unsere Tür überhaupt lang? Ja, so, ihr seht, das gehört alles noch zur Tür. Okay? Wir wollen sozusagen alles, was zur Tür gehört, wir können ja klicken, alles, was zur Tür gehört, werden wir rausnehmen oder wollen wir rausnehmen. Hier seht ihr jetzt zum Beispiel, hier öffnet sich eine Collision dahinter oder hier wird eine Collision sichtbar. Ja, das wollen wir alles raus haben. Okay. So. So, machen wir das wieder weg. So, jetzt durch eine andere Collision, die können wir natürlich nicht bearbeiten, weil wie gesagt, wir müssen erst aus dem Bearbeitungsmodus raus, hier draufklicken und dann seht ihr schon, es ist eine andere, ja. Jetzt können wir natürlich auch die Tür nicht mehr bearbeiten. So, das muss natürlich auch raus. Hier zum Beispiel, das ist das, was ich meinte, die haben zum Beispiel auch unten eine, ja. So, das heißt, wir werden jetzt hier Dings machen und... Weil wir nur das angewählt haben, können wir da hinten anwählen, was wir wollen. Okay, da passiert gar nichts. So, X-Ray an. Wir haben alles ausgewählt, auch die Fläche, die dahinter ist. Würden wir ohne X-Ray nicht erreichen. Okay? Ja. Dann können wir hier Oberfläche löschen. Raus ist sie. Okay? Wieder Tab. Das nächste. So, wählt wirklich nur das an. Also man wählt alles an, wo man Rahmen drum hat. Okay? So, wieder selber mit X-Ray löschen. Tab. So. Eigentlich sollte die Folge gar nicht so lang werden. Oh Mann. Aber ist halt so, okay? Es, wie gesagt, es braucht seine Zeit. Ich habe für das große MLO locker 2-3 Wochen gebraucht. Für mein Krankenhaus. Bin noch nicht mal fertig. Also, aber umso öfter man das macht, umso schneller wird es. Na, wo bin ich denn jetzt? Ah, so. So, genau. Das ist der Türrahmen hier. Ich muss wieder aufpassen wegen X-Ray. Und immer schön überprüfen, was ihr hier macht. Und auch ganz wichtig, wenn ihr sicher seid, ihr habt alles richtig gemacht, dann speichert auch ab. Öfters abspeichern. Sehr, sehr wichtig. Also Blender hat von sich aus eine, glaube eine ein Autosave. Aber so ganz habe ich das noch nicht rausgefunden, wie das funktioniert mit dem Autosave-Laden. Also... Er speichert zwar ab, aber halt nicht regelmäßig. Man kann das auch irgendwie einstellen. Ich glaube, bei hier Einstellungen bearbeiten, kann man das irgendwo einstellen, dass er öfters Auto speichern soll. Ich glaube, 5 Minuten ist, glaube ich, eingestellt. Ja. Genau. Achso, und die Leiste hier unten, die könnt ihr natürlich auch aufrufen. Hoch, das war falsch. Ihr habt das natürlich hier nicht unten stehen. Ja, also das hier unten. Oh, deswegen habe ich beim letzten Mal schon gemerkt, ihr habt gar nicht gesehen, die Arbeitsspeicher. Hier unten rechts, ja, sind die Arbeitsspeicher. Und ihr seht, ich habe alles, also fast alles drin, fast alles geladen, bin bei 280 MB Arbeitsspeicher, ja. Das ist gar nichts, also. So, die Leiste kriegt ihr, wenn ihr hier unten rechtsklick macht, dann habt ihr hier 10 Statistik, ja, Systemspeicher Blender Version, okay. So kriegt ihr das. Und ist gar nicht so schlecht, wenn man zum Beispiel hier so drauf drückt. Dann sieht man unten die Gesichter, wie viel Anzahl, wie viel Punkte es sind oder sowas. Ja, hier 3 Punkte, zum Beispiel hat das von 2047. Ja. Und es ist ein Bound-Polymesh, also man sieht dann auch, was es ist. Ja. So. Ist vielleicht wichtig für Informationen. So. Das ist unser Ziel, so viel Informationen zu bekommen wie möglich. Ja, so. Also, machen wir das Ding hier noch fertig. Den Rahmen, der kommt komplett erstmal raus. Den brauchen wir definitiv nicht. So, jetzt müssen wir hier gucken. Wir machen mal die große Collision weg. Okay. Also es gibt auch eine kleine Collision, die den Rahmen sozusagen bearbeitet. Gut. Also können wir getrost die komplette Scheibe löschen. Ja. So. Und mal Exterior zur Überprüfung. So, ihr seht jetzt, das ist die komplette Tür. Ja, aber wir müssen mal schauen, nicht, dass wir den Rahmen hier nehmen.
Seht ihr, das ist das LOD, ja? Das LOD, das würdet ihr sozusagen sehen, wenn ihr von außen nach innen reinguckt. Das LOD hat keine schöne Grafik, es ist wirklich nur zur Veranschaulichung. Hier sieht es wieder anders aus und im Render-Modus seht ihr auch das so ungefähr, wie die Lichter sind. Ja, wenn ihr Lichter definiert habt, seht ihr ungefähr, wie das alles ist. Es flackert natürlich, weil es bearbeitet werden soll. Ja. Und ihr seht auch, was drinnen sozusagen ist, ja, im Render-Modus hier drüben. Also so könnte es im Spiel sozusagen aussehen, ja. So. Gut. Hier ist noch eine kleine. Aber ich denke, das passt alles schon so. Ja, ist alles im Rahmen hier. Aber was ist das hier für ein Scheiß? Hier ist ein Punkt. Hier ist nochmal ein Punkt. Aber ich denke, das zählt alles zu der. Es sieht halt größer aus, als es ist, ne? Sieht richtig groß aus. Ja. Okay. Ich denke, das passt so, ja? Genau. Ich denke, das... Obwohl, hier ist ein bisschen breiter, ne? Huch. Die große ist ein bisschen breiter, sehe ich gerade. Okay, das wollen wir natürlich nicht. Wir müssen, deswegen sage ich ja, immer schön überprüfen. Weil wenn die nämlich zu breit ist, kann es sein, dass sie genau hier hängen bleibt, ja? In der Tür. Das heißt, ihr wollt hier sozusagen die Tür euch da bewegen. Ich weiß, es sieht so... Eigentlich gar nicht so schlecht, das sieht so okay aus, ja. Ist komisch. Eigentlich sieht es so okay aus. Hm. Ist echt komisch. Naja, wenn das so optisch aussieht, dann passt, denke ich mal, passt das. Scheißegal, ob das dahinter jetzt nicht so richtig passt, aber ich denke mal, das ist schon okay. Ja, so, okay, gut. Also, wir haben sozusagen jetzt die Türe draußen. Die sieht gut aus. Ja, die Fenster, wie gesagt, wenn ihr die nicht bearbeiten sollt, würde ich die Dings drin lassen, die Collision, so wie sie ist, alles gut. Mit der anderen Tür, das werden wir erstmal so lassen, ja, zu Demonstrationszwecken nachher, lassen wir das erstmal so, ihr wisst ja jetzt, wie diese Tür das Collision weggeht, das könnt ihr dann bei der auch machen, das machen wir notfalls auch nachher noch zusammen, wenn dann die zweite Tür ist, so, genau, dementsprechend war es das erstmal. Hier sind auch drinne keine anderen Collisions. Das müsst ihr auch überprüfen, ob hier andere Collisions sind. Aber hier ist alles frei, ist alles gut, so wie es sein soll. Ja? So, jetzt machen wir das auch schon mal soweit fertig. Wir werden jetzt erstmal abspeichern. Wichtig, wenn ihr sicher seid, dass ihr das richtig gemacht habt. Dann machen wir erstmal nur eins. Jetzt nicht zu viel. So, erstmal die große Collision, ja? Wir werden jetzt hier drauf gehen mit Linksklick. Dann werden wir Rechtsklick Hierarchie auswählen. Ja, so wählt ihr alles aus. Okay, ganz wichtig. Könnt ihr auch machen, indem wir hier drauf in die Mitte geht, auf A drückt. Ja, dann habt ihr auch alles ausgewählt. In den meisten Fällen reicht aber das hier aus. Ja, hier oben drauf. Links. Wenn ihr das natürlich hier macht. Und hier richtig auswählen macht, ist es nicht dasselbe, als wenn ihr hier oben das macht. Ja, aber auch hier wieder könnt ihr wieder hier auf A gehen. Okay? Ich denke mal, vielleicht ist das A vielleicht das einfachste hier. Okay? Ich mache es gerne trotzdem, weil ich es denn sehe. So. Okay? Dann gehen wir hier drauf und machen das Ganze wieder auf 0. Okay? Speichert nicht ab. Wir machen das nachher wieder rückgängig, damit wir das wieder nachher zum Bearbeiten haben, falls es nötig ist. Okay, dann gehen wir hier auf Datei,
exportieren. Codewalker. Wir gehen in unseren, genau, in unseren normalen Ordner, nicht in den Originalordner. Wie gesagt, der Originalordner bleibt unberührt. Ja. Dann machen wir hier ausgewählte Objekte. Ganz wichtig. Ausgewählte Objekte. Use Parent Transformation lassen wir auch an, weil wir wollen die Originaltransformation behalten. Ja, wir haben unsere Transformation hier drin schon geändert. Also ist das kein Problem. Wir haben ja sozusagen die Originaldatei, ja, wir haben sie da gelassen. Ja, wir haben die Collision nicht gelöscht. Wir haben sie nur verdreifacht oder verdoppelt und kopiert sozusagen. Ja, also ist das okay so. Das ist wirklich, ja, für Dinge, die wir nur größer, kleiner machen. Dafür machen wir, müssen wir den Häkchen rausmachen. Ansonsten nimmt ihr die Originaldaten wieder. So, aber für unseren Fall ausgewählte Objekte hier. Ja, Export, Codewalker XML. Warten wir kurz, das dauert einen Moment. So. Müsste denn unten stehen, jetzt hier unten steht Export Code Walker. Übrigens, wenn ihr draufklickt, habt ihr hier euer Log, okay? Falls irgendwas ist. So, zeigt auch an, was ihr gerade ausgewählt habt und. Ja? Kann man übrigens auch sich hier unten einblenden lassen. Oh, Entschuldigung. Indem man das ein bisschen hochzieht, könnt ihr auch hier. Ja, hier sind die Leisten. Das ist dasselbe wie hier oben, okay? Also, ihr habt verschiedene Fenster. Okay? Ihr könnt zum Beispiel auch hier den Outliner, also das, was ihr da rechts seht, die 10-Sammlung, könnt ihr euch auch hier in den großen anzeigen lassen. Also, ihr könnt euch das gestalten, wie ihr wollt. Okay? Und hier unten könnt ihr zum Beispiel dann auch euch die Info anzeigen lassen. Ist dasselbe, wie jetzt, wenn ihr hier unten draufklickt. Okay? Ach, jetzt wird es nicht mehr angezeigt. Okay. Also, sie wird erst angezeigt, wenn das weg ist. Oder doch nicht? Komisch. Okay. Dann wahrscheinlich nur, wenn eine Nachricht hier unten ist. Aber ihr wisst jetzt, wie ihr es kriegt. Also indem ihr einfach hier, ja, Info, falls ihr das wollt. Oder Phyton-Konsole oder sowas, ja. Falls ihr das braucht, okay. Ihr könnt euch das, glaube ich, auch hier anzeigen lassen. Ja, ihr könnt auch hier eine neue Dings machen. Macht einfach eine neue, keine Ahnung. At Workspace, keine Ahnung, warum man das jetzt nicht macht. Ja, macht einfach allgemein Animation zum Beispiel. Und dann, ihr könnt es glaube auch Doppelklick. Ja, genau, Doppelklick. Und dann macht ihr hier zum Beispiel Infos. Ja, das geht auch. Also ihr könnt euch auch eigene Bildschirme machen. Macht die hier zum Beispiel alle weg. Zack. Das unten auch alles weg. Und dann macht ihr hier einfach ein riesen Infotool. Ja, dann habt ihr das hier drin. Falls ihr es wollt. Also, ja, ich brauch's nicht. Hier sind auch andere Dinger. Braucht man zum Teil gar nicht, ja. Einzige, was es nur wichtig ist, ja, ist erstmal Layout, UV-Editing und Shading. Das sind so unsere Dinge, die für uns so wichtig sind. Ja. Versucht nicht, das zu löschen. Ich hab's bei dem anderen gelöscht. Also das ist pro Projekt anders. Ja, also ihr müsst euch das jedes Mal neu einstellen. Oder man kann es irgendwo abspeichern. Das weiß ich nicht. Habe ich zwar irgendwie schon mal gemacht, abgespeichert, aber er hat es irgendwie nicht übernommen. So. Gut. Weiter am Programm. Also wir haben das jetzt, wie gesagt, exportiert. Jetzt tun wir das Ganze wieder auf rückgängig machen. Bis unsere... Wir können auch STRG und Z machen. Das ist dasselbe. So, jetzt ist sozusagen... unsere Collision wieder auf der Position, wo man sie vorher war, weil die brauchen wir auch, falls wir sie mal, ja, zum Bearbeiten oder sowas, ja, oder falls wir die zweite Tür raus haben wollen oder falls wir mal die Dings haben wollen, hier die Gläser raus haben wollen oder, ja, deswegen. Da. So, die externe Collision ist einmal fertig, die können wir schließen, ausblenden. Jetzt kommt dasselbe Spiel nochmal mit der, wie gesagt, hier Hierarchie auswählen, dann machen wir das Ganze auf 0. Exportieren, Codewalker. Meistens ist es dann drinne, wenn man das schon einmal gemacht hat. So. Und raus damit. Ja. Das ist jetzt sozusagen die Collision.
Genau. Genau, dann machen wir jetzt wieder hier rückgängig. Bearbeiten rückgängig, bis wie gesagt, so ist wieder alles da. So, wunderbar. Jetzt werden wir das hier wegnehmen. Zack. Weil die ist fertig. Okay, Collision ist erstmal draußen, ist erstmal fertig. Wir haben sie jetzt hier in unserem Projekt abgespeichert. Hier sind die XML-Dateien. Die haben wir ja schon vorher rausgezogen. Ja, das sind sozusagen von den Originalen, sind das die Dateien. Die haben wir jetzt bearbeitet. Und die kommen nachher auch in uns sehen. Wir können auch hier reingehen. Ich sagte, wir können auch hier, wenn man es kann, auch hier alles einstellen und ja, geht auch. Wenn man es kann, wenn man es will. Aber über das Programm geht es halt einfacher. So. Genau. Damit sind wir jetzt sozusagen hier mit der Collision erstmal fertig. Okay. Denke mal, das reicht auch für heute. Ich werde euch nur noch kurz was anderes zeigen. Beim nächsten Mal werden wir dann das MLO anfangen. Ja, also das Interview. So. Die nächste Sache. Okay. Wir werden jetzt auch hier mal kurz, weil ich denke mal, wir werden da drinnen die LODs bearbeiten müssen. Werden wir jetzt das mal kurz nehmen, hier auswählen und dann haben wir das hier. Wir versuchen jetzt mal, das ein bisschen darüber zu schieben. Okay, ich hoffe, das klappt irgendwie. Manchmal ist es natürlich einfacher, manchmal hat man Treppen oder sowas, die kann man dann irgendwie an irgendwelche Türen setzen. Da ist das ein bisschen angenehmer. Man kann aber auch hier, wir klicken jetzt hier drauf in den Kreis und dann kann man das auch hinwählen, okay? Irgendwie, dass wir das irgendwie so hinkriegen. Das Doofe ist natürlich, es ist wieder nicht richtig. Ihr seht das hier mit der Koordinate, wir müssen mal gucken. Global wird da nicht mal. So. Ja, das ist eben das, ja? Also. Manchmal ist die Landkarte echt schräg. Ja, ist nicht richtig. Es gibt nur Norden und sowas. Ja, das kennt ihr, Himmelsrichtungen. Und danach richtet sich das Ganze halt. So. Manchmal hat, wie gesagt, Glück. Da reicht lokal oder normal. Einfach durchschalten hier. Hier ist die Ansicht. Ja, aber verwechselt das nicht, sobald ich das hier mache. Ja. Man kann natürlich eins machen. Man kann natürlich hier gucken. Y hat man die Ansicht. Ja. Und dann kann man gucken, ob man das vielleicht irgendwie hingeschoben kriegt, okay? Aber verlasst euch nicht immer drauf, also das klappt nicht immer. Am besten ist wirklich, wenn das global oder lokal schon so ist, dass das wirklich ja, den Himmelsrichtungen entspricht. In unserem Fall denke ich mal, aber das sieht schon fast ganz gut aus hier, was wir hier haben. Wir können echt zum Vorteil den Ring hier nutzen. Das ist vielleicht gar nicht so schlecht. Aber ihr seht auch manchmal, also selbst da kann das Magnettool nicht viel aushelfen, ja. Ihr müsst ja nur grob irgendwas machen, okay? Man kann auch, wenn ungefähr weiß, wo was hinkommt, kann man auch, wir nehmen zum Beispiel jetzt mal das, okay? Oder das hier. Ich weiß nicht, ist das texturiert? Nee, hat glaube ich keine Textur drauf, oder? Hat eine Textur drauf? Doch, Decal, aber ist schwarz. Okay. Sieht man nicht. Okay. Man kann zum Beispiel auch, ich denke mal, hier sind so Striche. Wir können ja auch mal in CodeWalker reingucken, was das für Striche sind. Ah, das sind die Striche. Okay. Das hier können wir wieder kleiner machen. So, nochmal so als kleiner Trick. Zum Beispiel das hier, ja. Das sind wieder extra Dinger, deswegen wenn ich nicht anerkennen, aber das hier. Ne? Mal gucken, ist das Decal? Ja, hier ist Decal, genau. Das zählt alles zu Decal, okay? Also, wenn man das hier nicht im Decal haben möchte, dann kann man, wie gesagt, das auswählen. So, jetzt habt, seht ihr das schon mal. Das sind jetzt die Flächen. Okay. Ich mach mal das an, falls es unten und sowas auch noch Flächen hat. Hoch. Ich wollte gerade was gucken, wo das war. Ne, das war nicht G. Wo war denn das? Man konnte einen. War das H?
F. Okay. Naja, egal. Okay, gut. Ist ja nur zu Demonstrationszwecken. Am besten, ihr macht das so. Ja. Okay. Ja. So, jetzt habt ihr sozusagen alles, wenn ihr X wäre, alles, auch was unten drunter ist, okay? Das sind jetzt sozusagen eure Flächen. Dann könnt ihr das Ganze hier sehen. Fahrt das runter, bis es ist. Das hier ist es, okay? Ihr könnt zur Prüfung, könnt ihr das ausblenden lassen. Das ist das ganze Ding, was wir wollen, okay? So, dann machen wir hier nochmal. Einfach Rechtsklick, geht auch, Rechtsklick. Okay, geht doch nicht. Dann machen wir hier Shift D. Okay. Manchmal ist es nur ein Ding. Da könnt ihr es einfach rechtsklicken und dann steht da kopieren. So. Das ist jetzt nur eins. Okay. So. Dann werden wir das jetzt hier rausnehmen. Dann haben wir das. Dann drücken wir Rechtsklick und trennen nach Auswahl. Okay. Jetzt steht hier neues Ding. Okay. Genau. Das ist das hier. So. Das werden wir uns erstmal rausziehen. Beziehungsweise ihr könnt es auch umbenennen erstmal. Das ist erstmal scheißegal. Macht mal einfach, ja, damit ihr es einfach erkennt. Okay? Jetzt steht das hier. So. Und ich möchte das ja in mein Exterior haben. Ihr müsst das Ganze natürlich auch nicht, wenn ihr das richtig habt, müsst ihr das Ganze natürlich auch nicht irgendwo hinziehen. Okay? Wir machen das mal jetzt ohne irgendwo hinzuziehen. So, also wir machen hier STGD, Rechtsklick und dann ist es da, okay? Ihr habt es aber trotzdem ausgewählt, ihr macht den Rechtsklick, trennen, nach Auswahl. So, jetzt ist es da, okay? Da ist es, das müsste das sein, genau. So. Genau, also ist jetzt hier nicht richtig. Ihr müsst schon gucken, dass es irgendwie richtig ist, ja? Für unsere Zwecke, ich will das jetzt gar nicht so machen. Aber wer das machen möchte, woanders, der kann das denn so machen. Für uns ist halt nur das, was drin ist, wichtig, okay? Das sind nämlich die LODs, die müssen wir wahrscheinlich entweder löschen oder kleiner machen. Genau, also ich zeige halt euch nur, wie das so ungefähr hier funktioniert. Also, dann müsst ihr, wir benennen das jetzt einfach mal um, damit ihr ungefähr wisst, das ist euer Ding. So. Und diese Sache hier, wir werden die jetzt wieder auswählen. Das müsste die sein, genau. Die blenden wir auch mal aus. Erstmal. Und jetzt guck mal, das ist das. Genau, okay. Dann müsst ihr das hier natürlich in dem erstmal löschen. Okay, weil das ist dann nicht mehr da. Wir können das jetzt hier erstmal machen. Ich speichere das auch erstmal nicht ab. Obwohl, Moment, wir speichern es vorher ab. Genau, weil ich habe nämlich noch Dinge gemacht. So, wir speichern das vorher. Moment. Das nochmal löschen. Also deswegen, ihr wisst, ihr merkt schon, bevor wir irgendwas Neues machen, immer schön abspeichern. So, okay. Weil wir haben ja die Collision fertig und sowas alles. Die sind auch wieder auf ihrer Position. Ja, gut, okay. Also immer schön überprüfen. So, genau, jetzt machen wir das hier. Das ist Exterior 2. Nochmal von vorne. Okay, STRG. Shift und D. Rechtsklick, dann ist es auf der Position. Trennen, Auswahl. So. Ja, das ist jetzt die Auswahl. Irgendwie benennen, damit ihr wisst, was es ist. Ausklinken. Und dann, guck mal hier, das ist genau dasselbe. So, dann auswählen und löschen. Oberfläche löschen. Löscht es bitte nicht hier. Weil es ist nicht einzeln. Die Dinger gehören auch dazu. Also fangt nicht an, hier zu löschen. Sondern ihr müsst es echt separat löschen. Okay? Deswegen, manche machen hier entfernen und sowas, aber dann kann es passieren, dass ihr das ganze Ding löscht. Also macht lieber so: Rechtsklick, Oberfläche, löschen. So, dann ist es erstmal draußen. Okay? So, wenn wir das wieder anblenden, ist es wieder da. Aber es ist ja immer noch in den Exterior 2. So. Jetzt. Ziehen wir das Ganze hier rein. Okay. Nicht wundern,
Das ist nur das Torbell. Okay. Können wir eigentlich löschen. Hier. Eigentlich. Die Frage ist, wo hat er das jetzt hingemacht? Ach, nee. Zurück. Das haut nicht so hin. Okay, Moment. Also. Könnt auch das hier runterschieben. So, nochmal. Wir ziehen uns das erstmal hier raus. So, okay. Jetzt ist es erstmal unabhängig von dem Ding. Ist es jetzt erstmal hier drin. Das ist genau die Datei, die wir haben wollen, okay? Was das hier ist, keine Ahnung. Wenn man das löscht, löscht man anscheinend alles. Also ist das auch schon mal nicht richtig. Ist anscheinend miteinander verknüpft. So, deshalb werden wir das so nicht machen. Wir werden das Ganze. Wir werden hier, wenn ihr das runtergezogen habt, Shift drücken und dann hier runter. Ja? Dann hat er das irgendwie rausgezogen. Warum auch immer. So, jetzt erst. Jetzt können wir das, haben wir das ganze Ding rausgezogen. Oder? Ja, genau. Jetzt hat er keine Kopie gemacht. Also wir müssen sozusagen erstmal aus dieser Verknüpfung erstmal rausziehen. Okay? Zeig das nochmal. So. Wir haben das hier drin. Wir ziehen das hier unten rein. Shift, Drop to Clear Baron stehen da. Rausziehen. Dann ist es sozusagen aus der Verknüpfung rausgezogen. Dasselbe nochmal. Oder, aber diesmal ohne Shift. So, und jetzt ist es komplett draußen, okay? Jetzt ist es ein eigenes Ding. Jetzt hat es natürlich auch eine andere Koordinate. Okay? Nee, es stimmt schon wieder nicht. Was macht er denn? Wo ist es denn hin? Ah doch, hier ist es doch. Da ist es. Ja, es hat jetzt auch ganz andere Koordinaten gekriegt. Okay, das ist jetzt nämlich hier. So. Wir haben das jetzt hier rausgezogen. Wir können sozusagen erstmal 6T2. Ach so, das müsst ihr natürlich nachher auch abspeichern, ne? Vergesst das nicht, das auch noch abzuspeichern. Auch hier wieder wichtig. Die Dings zu ändern. Er geht wieder hier drauf. Hier euch hier auswählen. Bei Gegenstand hier, die Position wieder auf 0 zu machen. Okay, wir haben es ja verändert. Vergesst das nicht, die Position wieder auf 0 zu machen. Okay, und dann könnt ihr es sozusagen mit dieser gelöschten, Geometrie, könnt ihr das denn, das muss nämlich auch gestreamt werden. Also ihr dürft das nicht weglassen, es muss auch gestreamt werden. Ja, aber wie gesagt, vor Position 0 machen und dann exportieren. Okay, achten auf ausgewählte Objekte und dann raus damit. Okay, wir machen das jetzt hier nicht. Für unsere Zwecke können wir das erstmal so schließen, weil wir haben das ja gelöscht. Okay, ich speichere das jetzt auch nicht. Also es wundert euch nicht, wenn das beim nächsten Mal wieder dabei ist. So, jetzt haben wir das hier rausgezogen. Wir brauchen, wie gesagt, nur die Geometrie, die hier drin ist. Ja, das sind auch die Geometries. Das heißt, wir schieben das jetzt hier wieder rein. Also ihr müsst halt ein bisschen rumfummeln. Manchmal klappt es, manchmal nicht. So, jetzt ist das schon wieder da drinne. Hat sich nämlich als extra Ding jetzt gemacht. Wieder nochmal probieren. So. Also das heißt, wir machen das genau andersrum. Ja, erstmal ohne Shift hier rein. Dann ist es erstmal in diesen Exterior-Ding drinne. Und jetzt mit Shift da rein. Okay? Und jetzt ist das sozusagen da drinne. So. Damit es einfach schöner aussieht, drückt hier Doppelklick drauf, macht STG und C. Dann hier wieder drauf STG und V und macht einfach eine 17 dahinter. Und schon sieht es auch schicker aus. Okay. Jetzt müsst ihr das Ganze natürlich wieder dahin schieben, wo es war. Ja. Nee, das ist total bescheuert jetzt. Ja, ihr wisst schon, ihr merkt das schon, dass am besten nicht vorher rauslöschen. Macht erstmal, wie gesagt, das denn so hin. Ja. So, wo es vorher war. Ihr könnt ja gucken. Indem ihr das einfach nicht erst denn zum Schluss rauslöscht.
Ja, also lass das mit den Löschen erstmal bis zum Schluss. Deswegen, zum Glück haben wir das nicht abgespeichert. Ja. So, aber so haben wir das denn sozusagen in diesen Exterior drinne. Auch hier wieder. Hier müsst ihr nichts an der Position ändern, weil das ist die Originalposition, ne, von den ganzen Dingen. Ihr müsst aber natürlich dann auch wieder das alles auswählen, Hierarchie auswählen und das ganze Ding rausschicken. Okay? Ja, müsst ihr halt den gucken, wie ihr das macht. Okay, das ist natürlich jetzt einzeln, hat natürlich nichts, keine Verknüpfung, nichts. Müsst ihr einfach gucken. Wir können das jetzt einfach mal so irgendwie hinschieben. Ja, wie wir das ungefähr haben wollen. Ja, wie es ungefähr war. Okay. So, und dann ist es sozusagen nicht mehr in diesen Exterior 2 drin. Wenn wir das natürlich ausblenden, ist es nicht mehr da. Aber es ist halt auf diesen Exterior 1 drauf. Okay. So kann man die Dinge miteinander verknüpfen. Ihr könnt auch alles, die ganze Tankstelle, alles komplett ins Exterior 1 reinmachen. Aber Achtung, auch wenn diese Datei nachher komplett leer ist, ihr müsst sie mitstreamen. Ja, weil ansonsten überschneidet sich das. Ansonsten packt ihr dieses aus den Originalen dann in eure Welt und das, was ihr bearbeitet habt, in eure Welt. Ja, deswegen. Noch eine andere Sache ist, wenn ihr Gegenstände nicht rauslöschen könnt oder wollt, gibt es auch noch mal eine Möglichkeit, indem ihr das Ganze. Ja, wir machen das jetzt einfach mal weg. Also wir speichern es sowieso nicht, ja? Indem ihr das Ganze. Das ist hier bei der Ansicht. Auch wieder Hierarchie auswählen. Dann habt ihr hier das. Nicht Solms hier. Ansicht. Nee, warte, nicht Ansicht. Werkzeug, Gegenstand. Hier, Gegenstand, okay? Hier ist das. So. Dann habt ihr hier. Das schöne Skalieren-Ding. Das macht ihr alles auf 0. Zack. Und schon ist es zwar nicht gelöscht, aber es ist nirgends mal mehr da. Okay? So könnt ihr das mit Props machen, so könnt ihr das mit Pflanzen machen, alles. Das Dämliche ist nämlich, ihr müsst das nämlich mitstreamen. Wie gesagt, ihr könnt es nicht einfach rauslöschen, weil es denn Probleme gibt. Anscheinend mag Alt-V oder anscheinend GTA möchte diese Dateien laden. Ja, er muss diese Dateien laden. Warum auch immer. So, deshalb, und das ist die einfachste Methode, einfach klein machen, dann war's das. Ah, und dann könnt ihr das mitstreamen und schon ist es weg. Ja, er lädt es ja auch nicht, ist ja auch nichts da, also was hat er zu laden? Ja, ist 0,0, es ist so minimal, das ist noch nicht mal ein Polygon, okay? So, das verbraucht auch wenn andere sagen, ja, das verbraucht Arbeitsspeicher und das völliger Quatsch, es ist doch weg, es ist nichts da, ja, es ist noch nicht mal ein Pixel groß. Es verbraucht gar nichts. Es muss einfach nur mitgeladen werden. Punkt. So. Mehr ist es nicht. Okay? So. Und so könnt ihr das mit allen machen. Mit allen, was ihr rauslöschen wollt, macht ihr das einfach so. Ihr müsst so noch nicht mal eine neue Y-Type machen. Ihr müsst so noch nicht mal eine neue Y-Map machen. Ihr könnt einfach diese Dinge, wie gesagt, minimieren, mit reinladen im Stream. Fertig. Ohne Kuddelmuddel. Ja? Und so funktioniert das mit allem. Mit allem funktioniert das. Hätte man zum Beispiel auch mit der Occlusion genauso machen können. Ja, wenn man sie hier rein machen könnte. Aber es ist ja eine Y-Map. Da geht es nicht. Geht halt nur mit Dings. Es geht auch mit Autos. Du kannst mit Autos Mini machen. Ganz klein machen. Oder Autos komplett wegmachen. Oder. Ja, und so macht man das. So, genau. Das wäre jetzt erstmal so die ersten Schritte, bevor wir unser Interview beginnen. Ihr seht. Wieder viel Quatsche, wieder viel Informationen. Es ist aber wichtig, diese Informationen auch zu kriegen und zu bekommen. Input ist beim Mapping sehr, sehr wichtig. Ja, genau. Wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt, kommt auf den Discord. Lasst uns das gemeinsam bequatschen. Ich kann auch für manche Dinge noch extra Tutorials machen, falls das jetzt alles zu viel ist. Wie gesagt, zum Schluss können wir auch noch anderes Dings machen, wo das einfach alles schneller geht, ohne die ganzen Erklärungen. Da verweise ich dann auf diese Tutorials hier. Und ja. Dann wünsche ich euch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal, ne? Bleibt gesund. Tschüssikowski.